So, und damit wieder herzlich willkommen bei Splinter Cell Blacklist. Wir sind gerade auf dem Weg mit Nuri, dem Kontaktmann von Corbin. Wir sind auf dem Weg nach draußen. So, wir sollen ihm folgen zu seinem geheimen Fluchttunnel. Werden uns in Erste dieser. Linie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit! Ungedämpfte Waffe. Ich habe ja meine Sniper leider verloren. Ja, toll. Genau, was ist da drüben los, Kollege? Aber ich will hier keinen Wettstarren machen. Habe ich ihn jetzt langsam mal? Meine Güte. Ist mir so auf den Senkel. Ich krieg den auch nie ins Licht. So. Es hat sich. Was war das denn? Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Das Einzige, das. Nein, 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 nein. Ich wollte doch gerade nach oben klettern. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Na komm. Au. Was war das denn? Hat er mich denn umgelegt? Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Das eine? Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Wow, ho, ho. Au. Das konnte doch schon wieder nichts werden. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. So, hierhin. Das ist nämlich ruhig die Ungedämpfte. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Kommt rein. Das war Nummer 1. Und das war Nummer 2. Ich werde hier warten. Sie sind hier. Nein, 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 nein. Ey, wie schnell erschießen die einen denn? Was haben die für Waffen? Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Zu Hause. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Halte dich bereit. Nummer 1. Nummer 2. Sie sind uns im Weg. Ich sehe sie. Ich werde hier warten. Markiert, markiert, markiert. Meine Güte.
Irgendwie wird die von Mal zu Mal lauter. Ist hier noch einer? Ach, da! Geht doch. Das war's. Bewegung. Boah. Wo ist der Tunnel, Nuri? Ganz nah. Ja, dann beweg dich auch. Keine Lust, hier noch als Zielscheibe zu fungieren. Wir sind fast am Eingang. Nicht schon wieder. Bin ich falsch? Ja. Erstmal in die Besenkammer rein. Immer eine gute Idee. Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlegestelle. Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Nein, wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Vertrauen, juhu. Hier könnte ich aber meine Waffe ändern. Verdammt. Wenn du hier raus willst, dann erzähl mir von Sadiq. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Wofür braucht er die Soldaten? Das ist nicht meine Angelegenheit. Gut, dass ihr immer so viel wisst. Nicht so schnell. Ja. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Stell dir erst mal vor, wie ich Leute behandle, die ich nicht beschützen will. Da hinten sehe ich schon einmal rote Lämpchen. Geht das? Erwischt. Aber jetzt habe ich auch unendlich Munition, hätte ich gar nicht nachfüllen brauchen. Sniper hätte ich so oder so nicht nehmen können. Was mir geholfen hätte, wären jetzt Kontaktschocker gewesen. Aber okay, das packen wir auch so. Wo ist denn hier der Ausgang? Ja. Keine gute Idee. Die Kurzbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Hab dich gesehen. Komm, noch ein Stückchen, noch ein Stück. Wo läufst du lang? Gar nicht mehr. Boom, Headshot. Haben wir es fast geschafft. Und noch 50 Meter zu den Gegners. Sam, den nähert sich ein gegnerisches Fahrzeug. Schnell zum Dock. Bestätigt. Genau. Schnell hin. Noch ein kleines Stück. Und wir haben es. Ich will Namen. Hier. Peter, Franz. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern. Keine Ahnung. Aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Grim, ich schicke dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist
Sam spielt immer so gerne mit Leben. Überweisung bestätigt. Sauber. Das war absolut gar nichts. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir ihn mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Rambo-Style. Okay, dann... Ach, da vorne hatte ich noch ein kleines Paketchen, das nehme ich gerade noch. Und dann geht's schon direkt weiter, würde ich sagen. Ohne Umschweife, direkt ins Level. Verlassene Mühle. Die Zielperson, Reza Nuri, ist ein bekannter Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Aha. Ja. Ja. Und wieder alles. Alle drei Sachen. Das Update von Vikos, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Challenge accepted. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Rein da und umhauen. Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehört zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Riggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte. Ja, Trikopter. Aha. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe nicht ganz so viel Knete und ein paar Sachen wären doch recht praktisch. Die Frage ist nur, was nehme ich?
Was auf jeden Fall immer eine gute Sache ist, ist der Kontaktschocker. Den kann man immer ganz gut gebrauchen. Und demzufolge dann auch die Näherungsmine, aber ich glaube, die lasse ich erstmal noch, weil die ist ziemlich teuer. Na toll, die ist natürlich empfohlen. Ja, die ist natürlich für Salzstil. Logisch. Damit räumst du schön auf. Was ich aber eher gebrauchen kann, Tränengas. Eigentlich würde ich gerne das Schlafgas, aber das wird wahrscheinlich teuer sein, oder? Ja. Komm. Kann ich ein bisschen schlafen legen? So. Wie viel kostet da die nächste? 44. Das wäre eigentlich ganz gut. Komm, machen wir. Nicht lang fackeln. So, mit 17.000 kann ich wahrscheinlich so gut wie gar nichts mehr machen. Trikopter habe ich jetzt auch ausgerüstet. Blitzladung. Ne, ich glaube, den Rest spare ich mal auf. Moment. Sekundärwaffe noch mal gucken. Ich will nicht wieder ein Sturmgewehr haben. Panzerbrechend, ja. Perfekt. Also Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer, Standardwaffe. Ich auch. Okay. Passt. Dann ab in die Mission. Erwischt. Guter Schuss, Briggs. Weiche auf. Bestätigt. Gehe zur Position Bravo. So. Köter. Erwischt. Noch irgendwo einer? Nö. Nähere mich der Mühle. Die Personen, die Nuris gestohlene Pässe benutzt haben, sind da drin. Okay. Sam, am Boden ist eine Menge los. Du solltest es über das Dach versuchen. Verstanden. So, mit dem Sonar ist das auf jeden Fall schon mal besser. War das echt schon alles an Gegnern? Ich muss nach oben kommen. Komm ich hier rüber hoch? Kein Datenpaket, kein gar nichts. Und hoch und hoch und immer höher. Grim, bin an der Fabrikmauer. Briggs, kannst du mich sehen? Und ob. Habe Position Bravo erreicht. Da kommt ein LKW raus. Aha. Transportieren die irgendwas? Verstanden. Sam, 12 Uhr. Oh. Alles okay? Du hast nichts gesehen. So. Auf dem Dach. Ich sehe mir gerade alte Blaupausen an. Das war mal eine Getreidemühle. Im Nordflügel ist ein Lastenaufzug. Nächstes Mal machen wir weiter. Hoppala. Damit würde ich dann sagen, bis zum nächsten Mal. Wieder zurück bei Splinter Cell Blacklist.